Was bedeutet es denn, 1% besser werden? Was soll man besser machen? Hi, liebe Community. Ich beschäftige mich ja nun schon seit einiger Zeit mit dem Thema Mindset. Und vor kurzem bin ich wieder über das Thema gestolpert, 1% besser werden, jeden Tag. Ja, was bedeutet es denn, 1% besser werden? Was soll man besser machen? Na klar, auf der einen Seite, dass man kleine Veränderungen schafft, die dann, wenn man sie regelmäßig tut, sich aufsummieren und dass man dann am Ende, nach einer gewissen Zeit, positive Erlebnisse oder positive Erfolge zu verzeichnen hat und einfach besser wird in den Dingen, die man da tut. Oder im Endeffekt vielleicht auch ein besserer Mensch oder sowas in der Art, nicht? Jetzt habe ich mir mal Gedanken gemacht und habe wirklich mal versucht auszurechnen, deswegen gucke ich ja mir so rüber auf meinen Spickzettel, was wirklich 1% ist. Ich habe mir mal ein paar Aktivitäten rausgeschrieben und zum Beispiel, wenn man jetzt am Tag 20 Minuten meditiert, was würde denn das bedeuten? 1% davon sind 20 Sekunden, dass man jeden Tag 20 Sekunden länger meditiert als am Vortag. Und ja, ist ja auf jeden Fall machbar und das summiert sich dann bestimmt auch richtig gut auf. Und dann zum Beispiel, wenn man jetzt Kraftsport macht und man macht verschiedene Sets und macht da immer 12 Wiederholungen in jedem Set, Liegestütze, Klimmzüge oder so weiter. Und von 12%, 1% sind 0,12 Wiederholungen, also nicht mal eine volle Wiederholung, also kann man eigentlich ja direkt auch eine machen, also dann 13. Und nochmal zurück zum Meditieren, da könnte man dann eigentlich auch eine Minute länger meditieren jeden Tag, nicht? Also das könnte man eigentlich ganz gut aufrunden. Hier sieht man halt schon, dass das wahnsinnig kleine, reale Zahlen sind, diese 1%. Weil die Aktivitäten, die wir machen, bestimmt nicht gerade sehr lang sind. Zum Beispiel auch, wenn man jetzt 30 Minuten laufen geht oder joggen, ne? Dann 1% davon wären 30 Sekunden länger laufen. Jeden Tag. Kann man sich in die Uhr einstellen. Aber dann könnte man ja auch gleich sagen, okay, jeden Tag eine Minute länger. Das ist machbar, als wenn man jetzt direkt sagt, 5 Minuten, dann sind es dann übermorgen nochmal 5 Minuten mehr, dann sind es schon 10 Minuten mehr als vorgestern. Dann denkt man sich so, halbe Stunde, da bin ich ja dann schnell bei 40 Minuten und so, ne? Also wenn man das klein auf dazu addiert, macht das vielleicht mehr Sinn. Und vielleicht kommt man dann auch an ein Level, wo man sagt, okay, jetzt bleibe ich erstmal hier und versuche das auch zu halten. Was ein super spannendes Thema ist, ist Schlaf. Natürlich wird viel gesagt, man soll viel schlafen, damit sich der Körper und das Gehirn regenerieren kann. Muskeln auch aufbauen oder auch Fettverbrennung findet auch viel im Schlaf statt. Entschlackung des ganzen Verdauungssystems, der Zellen und so weiter auch. Man kann aber auch Schlaf, ich sag mal, vielleicht ein bisschen hacken oder manipulieren. Ich versuche das immer mit Meditation zu tun, denn wenn man regelmäßig meditiert, dann ist man auf jeden Fall so, ist der Körper und der Geist so schon mal ausgeruht, dass er da auf jeden Fall nicht so viel Schlaf braucht. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, meine persönliche Meinung. Also ich bin kein Arzt, ja. Das muss ich hier nochmal dazu sagen. Nicht, dass das dann jemand irgendwie versucht und dann ist das ein Schuss in den Ofen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich schlafe jede Nacht 8 Stunden und man möchte das dann reduzieren, 1% weniger Schlaf wären 0,08 Minuten sind das 8 Sekunden, also Prozentrechnung war noch nie meine Stärke. Dann könnte man vielleicht auch sagen, ich stehe jeden Tag einfach 5 Minuten eher auf. Ne? So, und dann den nächsten Tag nochmal 5 Minuten eher, dann sind es schon 10 Minuten. Und so kann man sein Schlafpensum vielleicht reduzieren und hat dann einfach mehr Zeit für andere Dinge. Zum Laufen wieder, meditieren, Kraftsport oder früh in den Tag kommen mit Morgenroutine oder ja, was auch immer man dann gute Sachen dann mit dieser Zeit dann auch anfangen kann, nicht? Und dann habe ich noch zwei Beispiele, die auch sehr interessant sind. 15 Minuten am Tag zum Beispiel inspirierende Literatur lesen, ja? Blogposts oder
Buch von Richard Branson oder Steve Jobs oder von wem auch immer, tollen Roman, also was inspiriert, was einfach den Geist zum Anregen bringt und positive Eindrücke reinschüttet. 1% mehr wären 15 Sekunden länger. Da könnte man ja auch direkt sagen, okay, ich lese 3 Minuten länger. Ich bin nicht die große Leseratte. Muss ich sagen, für mich wäre das auf jeden Fall schon mal ein gutes Thema, überhaupt 15 Minuten am Tag was zu lesen und nichts jetzt, ich meine, ich recherchiere viele und lese dadurch auch, aber jetzt was Spezifisches vielleicht, ja. Und dann 3 Minuten jeden Tag mehr zu lesen. Und das letzte Beispiel ist, wenn man sich jetzt am Tag 15 Minuten Zeit für persönliche Entwicklung nimmt, ja, also dass man sowas wie jetzt zum Beispiel sich damit mal beschäftigt, was das denn bedeutet, jeden Tag 1% besser zu werden. Bei der persönlichen Entwicklung bei 15 Minuten ist es dann auch natürlich die gleiche Zahl, 15 Sekunden mehr machen jeden Tag oder dann halt direkt aufrunden. Es kann auch 1 Minute jeden Tag mehr sein oder dann 2, 3 und so weiter. Das soll einfach mal jetzt das Video, das soll in Perspektive setzen, weil 1% hört sich natürlich toll an. Ja, das kann jeder machen. Das sind super kleine Zahlen eigentlich im reellen Leben. Aber ist es denn auch wirklich praktikabel? Ist es denn handhabbar? Und ich muss sagen, auf der einen Seite, wenn ich jetzt, ich kann nicht sagen, ich meditiere einfach 20 Sekunden länger jeden Tag. Das funktioniert nicht. Da würde ich mich total verhaspeln. Ich gebe dann einfach lieber direkt noch ein bisschen mehr und sage, okay, jetzt heute sind 5 Minuten länger. Ja? Versuche ich einfach 5 Minuten länger zu sitzen oder einfach eine längere Session zu machen oder so. Und das dann regelmäßig auszudehnen. Oder beim Kraftsport ist es bei mir auch einfach, zu sagen, okay, heute hänge ich mal noch ein paar Wiederholungen dran, um wirklich die Extrameile zu gehen. Weil das ist ja eigentlich das, was viele Mentoren sagen, wenn du dich jeden Tag ein bisschen ein Stück mehr verbesserst, dann fängst du an, die Extrameile zu gehen. Und das unterscheidet dann im Endeffekt auch wieder die Elite von der Nicht-Elite. Oder auch im Spitzensport, die Elite im Spitzensport, wo eh schon Profis am Werk sind, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau trainieren. Und so für uns Otto-Normalverbraucher vielleicht, einfach das mal in Perspektive zu setzen. Und ich hoffe, das Video hilft dir und gibt dir auch so ein bisschen Halt und praktische Ideen für den Alltag, wie du damit vielleicht auch umgehen kannst. Gib gerne dein Feedback, post unten rein und wir gehen in Interaktion. Ich danke dir fürs Zuschauen und Peace.